Hallo zusammen, ich möchte ein Video machen über ein kleines Buch, was ich angefangen habe zu lesen. Und dieses Buch heißt Morgen fange ich an, warum nicht heute? Von Stephen Pressfield. Ich zeige es mal in die Kamera. Und ich habe mir dieses Buch gekauft, obwohl ich kein Fan von physischen Büchern bin. Ich mag Audiobücher oder Hörbücher wesentlich lieber. Und ich habe mir lang überlegt, weshalb. Und meine Theorie ist, dass ich ein auditiver Typ bin. Das heißt, ich nehme Dinge, die über die Ohren kommen oder Informationen, die über die Ohren kommen, wesentlich besser auf. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum ich womöglich Hörbücher lieber mag als physische Bücher. Und das ist mir erst bewusst geworden, als ich dieses Buch angefangen habe zu lesen. Ich fange mal hier an und lese ein kurzes Kapitel vor. Moment. Und danach erkläre ich, was mir dann aufgefallen ist. Und zwar Hitliste der inneren Widerstände. Wie gesagt, hier geht es um innere Widerstände, die einen davon abhalten, wichtige Dinge zu tun oder für einen selbst wichtige Dinge, für die Gesellschaft wichtige Dinge, und so weiter. Also als nächstes, ohne besondere Reihenfolge, eine Auflistung der Tätigkeiten, die im Allgemeinen innere Widerstände hervorrufen. Erstens, das Ausleben jeglichen Talents in den Gebieten Schriftstellerei, Malerei, Musik, Film, Tanz oder in einem anderen künstlerischen Bereich mag es sich auch nur um zarte Ansätze im privaten Rahmen handeln. Zweitens, die Gründung einer beliebigen Unternehmensform oder Organisation, ganz gleich, ob mit gewinnorientierter oder gemeinnütziger Ausrichtung. Drittens, jede Diät oder sonstige der Gesundheit förderliche Maßnahme. Viertens, jegliche Form spiritueller Betätigung. Fünftens, jede Tätigkeit, die auf straffere Bauchmuskeln abzielt. Sechstens, sämtliche Kurse oder Hilfsprogramme mit dem Zweck, sich vor schädlichen Angewohnheiten oder Abhängigkeiten zu befreien. Siebtens, Bildungsmaßnahmen jedweder Art. Achtens, alle Aktionen, die politischen, moralischen oder ethischen Mut erfordern. Dazu gehört auch die Entscheidung, das eigene destruktive Handeln oder Denken zum Positiven zu verändern. Neuntens, sämtliche Anstrengungen und Bemühungen mit dem Ziel, anderen zu helfen. Zehntens, jeder Schritt, der eine gefühlsmäßige Bindung voraussetzt, wie beispielsweise die Entscheidung zu heiraten, ein Kind zu bekommen oder eine Beziehungskrise zu meistern. Und elftens, auch angesichts von Widrigkeiten zu seinen Grundsätzen zu stehen. Kurz gesagt sind damit alle Tätigkeiten gemeint, die nicht der sofortigen Befriedigung dienen, sondern diese zugunsten von langfristigen Zielen wie geistigem Wachstum, Gesundheit oder moralische Stärkung hinausschieben. Also anders ausgedrückt, jeglicher Akt, der von höheren, nicht von niedrigen Beweggründen motiviert wird. So viel erstmal dazu. Was sind sozusagen die inneren Widerstände? Und dann habe ich weitergelesen. Und ich kenne mich bei solchen Büchern. Normalerweise werde ich schnell ungeduldig und blättere dann weiter und schaue, ach, wann ist das Kapitel endlich vorbei? Wie viele Seiten sind es denn noch? Damit werde ich aus dem Moment gerissen und somit kann diese Information, die in diesem Buch steht und auch was zwischen den Zeilen steht, kann nicht mehr wirken. Ja? Und deswegen lese ich solche Bücher ungern. Warum ich Hörbücher gerne höre, ist, man hat zwar eine Ahnung, wie lange die Gesamtspielzeit ist, aber Hörbücher hört man meistens, wenn man läuft, wenn man Auto fährt. Ja, ich höre das gerne in Bewegung, weil da die Information noch besser einsickern kann. Und man hat jetzt nicht genau die Ahnung, wo ist man, wie weit ist es noch. Man kann nicht schnell mal gucken. Ja, meistens ist das Handy in der Tasche oder man ist am Autofahren und somit ist man in den Moment gezwungen. Im Endeffekt ist das eine genau wie das andere, ob das Buch nun so aussieht oder als Hörbuch da ist. Die Informationen sind die gleichen. Klar, die Kanäle sind anders und manche mögen da auch Vor- und Nachteile sehen oder gewisse Typen haben, wie sie Dinge besser, am besten aufnehmen. Aber im Endeffekt ist es nur ein kleiner Trick, ein kleiner Hack quasi. Man sieht nicht genau, wie lang ist das Hörbuch noch und wie lang geht das Kapitel und wann hat das eine Kapitel eigentlich aufgehört und das andere begonnen? Das kriegt man auch nicht so richtig mit beim Hörbuch.
Und dann lese ich hier weiter und ich lese und lese und lese und mir fällt auf, dass ich überhaupt nicht vorblätter und nicht schaue, wie lange ist es denn noch? Und dieses Buch hat tatsächlich den Titel Morgen fange ich an, warum nicht heute? Überwinden Sie Ihre inneren Widerstände. Dieses Buch lebt das schon vor in der Art, wie es geschrieben ist. Und ich möchte das mal zeigen. Die Kapitel sehen ungefähr so aus. Ja? Also die meisten haben in jeder Seite eine neue Überschrift und dann wirklich ganz, ganz kurze Absätze. Das längste, was man mal findet, ist dann hier die Seite vollgeschrieben. Aber das war es dann auch. Die Ränder sind groß, die Abstände sind groß. Es gibt immer eine neue Überschrift, sodass man gar nicht in Versuchung kommt, vorzublättern und zu schauen, wie lange ist denn das Kapitel noch? Und dadurch bleibt man dran, man wird in den Moment gezwungen. Und allein diese kleine Änderung des Schriftstils, ja, oder wie Überschriften gesetzt werden, wie Kapitel eingeteilt werden, bringt die Leute schon dazu oder bringt die inneren Widerstände ein wenig mehr zum Verstummen. Und da wurde mir klar, dass es oft keine großen Anstrengungen bedarf, um Dinge umzusetzen, sondern man kann es taktisch klug beginnen und fortführen. Man kann Dinge, die man angehen möchte, Bücher, die man lesen möchte, wenn man sich beruflich verändern will, wenn man förderliche Dinge für die Gesundheit tun will, der Gesellschaft dienliche Dinge, all diese Dinge hier, die ich gerade aufgezählt habe, wo innere Widerstände sehr, sehr schnell Hallo sagen und an die Tür klopfen, diese Dinge kann man auch durch einfache, leicht umzusetzende kleine Hacks. Diese Widerstände kann man dadurch zum Verstummen bringen und diese Dinge schneller angehen und auch effektiver angehen. Und gleichzeitig sollte man natürlich aber im Hintergrund haben, dass man Visionen hat, wo man hin möchte, aber gleichzeitig im Hier und Jetzt zufrieden ist. Das heißt, wenn man jetzt merkt, heute klappt das mit dem Buch gar nicht, da hilft mir auch mein Hack nichts. Und man legt das dann weg und fühlt sich danach schlecht. Nein, die Zufriedenheit im Hier und Jetzt ist elementar in Kombination mit der Vision für die Zukunft und dann in kleinen Schritten weitermachen und es intelligent angehen. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt, die Leute überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen, aber unterschätzen, was sie in 3 Jahren schaffen. Dafür muss man aber erstmal anfangen. Ja, das ist so eine kleine Anekdote. Das fiel mir jetzt auf, als ich das Buch gelesen habe. Und ich bin jetzt immerhin schon bei der Hälfte. Und das ging relativ mühelos, was ich von mir eigentlich gar nicht kenne bei solchen physischen Büchern. Ja, das war so eine kleine Anekdote und eine kleine Einsicht, die ich einfach teilen wollte. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.